Also moin, ich bin die Tonja von der Gartenkoop und ich arbeite seit 3,5 Jahren als Gemüsegärtnerin eben bei der solidarischen Landwirtschaft namens Gartenkoop. Und hier haben wir eben 10 Hektar Gemüseanbau. Und die Gartenkoop ist eine der ersten solidarischen Landwirtschaften in Deutschland. Ich glaube, irgendwie so die 11. oder sowas. Mittlerweile gibt es ungefähr 300. Und die Idee der solidarischen Landwirtschaft ist, dass eine Gruppe Verbraucherinnen, Esserinnen, aber auch Mitmacherinnen da sind. Und dann gibt es einen Hof und dort gibt es auch einen professionellen Gemüseanbau. Und die teilen sich immer für ein Jahr die Ernte, das Risiko und auch die Finanzierung. Ja, als die Corona-Zeit angefangen hat, waren wir schon alle sehr beunruhigt, weil wir ja zum Lebensmittelsektor gehören. Und der Lebensmittelsektor, also wir ernähren Leute in Freiburg, etwa 300 Haushalte. Und da waren wir schon sehr aufgeregt, eben inwieweit sich vielleicht auch das Virus über unsere Lebensmittel dann überträgt und dann wir sozusagen, wenn wir hier krank sind, ja, dann eben die Lebensmittel in die Haushalte tragen. Und dann haben wir ziemlich schnell ein Konzept entwickelt. Und normalerweise kommen ganz viele Menschen 2 bis 4 Mal in der Woche hier zum Mitarbeiten. Das ist auch ein Teil unseres Konzepts. Und das haben wir dann sehr eingeschränkt und nur noch eine feste Gruppe zum Mithelfen, auf was wir auch angewiesen sind und was unser Wunsch ist, eben dann eingeladen und haben auch einige Hygienestandards eingeführt, wie sehr regelmäßiges Händewaschen und auch Verteilung mit Mundschutz und so. Unserer solidarischen Landwirtschaft, aber auch vielen anderen solidarischen Landwirtschaft eigentlich sehr positiv reingespielt hat, weil schnell zu beobachten war, dass erstens viel mehr Leute kochen, weil sie zu Hause sind und nicht mehr so viel unterwegs sind. Zweitens, viele Menschen sich, glaube ich, überlegen, was wirklich wichtig ist in ihrem Leben und was so relevante Bereiche sind, gesundheitlich, aber auch irgendwie, ja, mit so einer Krise, wo soll das hingehen? Und so haben wir eigentlich mehr Mitgliedschaften denn je. Naja, also ich persönlich alleine kann da gar nicht so viel leisten, sondern unsere ganze Kooperative arbeitet jetzt seit 10 Jahren an Themen der Ernährungssouveränität. Unser Hauptziel von dem Projekt ist eigentlich eine Gemüsevollversorgung für das ganze Jahr, also auch im Winter, mit ausreichenden und vielfältigen Gemüsekulturen. Und davon haben wir auch über 120. Einmal bauen wir biologisch an, sehr wichtig und auch nicht für den Biogemüseanbau allgemein gültig ist. Wir bauen nur samenfeste Sorten an. Das heißt, alle Kulturen sind theoretisch nachbaubar. Wir arbeiten eben im Kollektiv. Das heißt, es gibt keine Chefs und viele Menschen können mitbestimmen. Und die Menschen bekommen sehr, sehr viel mit hier von unserem Anbau. Also es ist auch ein großer Bildungsaspekt dabei, sodass die Menschen überhaupt in Kontakt kommen mit der Lebensmittel, Produktion. Und durch unser Finanzierungsmodell allgemein der solidarischen Landwirtschaften eben genau können Menschen mit unterschiedlichem Einkommen und unterschiedlichem finanziellen, aber auch sozusagen körperlichem Einsatz hier mitwirken. Und gerade jetzt zum Beispiel in Corona-Zeiten mit kurzen Wegen, einer großen Community, ja, hat unser Projekt sich einfach gezeigt, dass wir keinen Ausfall an Arbeitskraft haben oder dass das Projekt einfach weiterhin funktioniert, weil wir eine große Gemeinschaft sind. Für die Zukunft und auch jetzt brauchen wir für ein nachhaltiges Ernährungssystem grundsätzlich viel mehr Respekt und Anerkennung für Kleinbäuerinnen weltweit, die uns weiterhin größtenteils ernähren, auch wenn wir das in Deutschland oft vergessen, weil wir hier so viel industrielle Landwirtschaft haben. Dabei gibt es massives Wissen in diesen Communities und auch eine ganz andere Verbindung zu dem Land, was mich persönlich sehr beeindruckt.